Wie steht's? Falls ihr nicht wisst, was wir heute machen, ich erkläre es euch gerne kurz. Wir sind, Old Spice hat uns eingeladen, heute ein Mario Kart Turnier zu machen. Old Spice, warte, ich habe eine wunderbare Deodose von denen mit einem Start. Das sind die mit den nice riechenden Männer-Deos und den lustigen Werbungen, falls ihr die kennt. Ich bin heute ein Mario Kart Turnier. Als Vorbereitung, haltet euch fest, als Vorbereitung darauf, dass wir nächsten Monat Mario Kart in Real Life machen werden. Also ich, Pedda, Brammen, Sepp und Freddy, I guess, ich weiß nicht, ob noch mehr dabei sind, aber auf jeden Fall, wir fünf werden nach Belgien fahren zu einer Real-Life Mario Kart Strecke und in Real-Life Mario Kart über eine echte Mario Kart Strecke fahren. Ich mache dafür Cosplays, wir werden alle verkleidet sein, das wird das Geilste sein, was ich dieses Jahr gemacht habe. Braucht man dafür nicht einen Führerschein? Nein, das sind Karts, dafür braucht man keinen Führerschein. Man darf auch so Kart fahren. Und das ist ziemlich cool. Und deswegen machen wir jetzt quasi einen Stream, quasi ein Gaming-Stream, um zu gucken, wie das ist. Und dann gibt's irgendwann mal den Real-Life Mario Kart. Pass auf die blauen Panzer auf. Ja, wir dürfen uns auch Items machen mit so. Also das Coole ist, Old Spice ist halt so Duschzeug und so ein Kram. Deswegen machen wir uns auch vielleicht so Schaumbomben und können uns auch abwerfen damit bei der Fahrt. Das wird einfach, ja, das wird sehr lustig. Hi! Hallo Peter. Wir hören alle, warte, ich muss mich auch entmuten. Direkt die YouTuber-Stimme. Hi Peter! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute, was geht? Hallo meine kleinen Entchen. Peter, ich habe gerade erzählt, Entchen, dass du so mega gut... Halt die Klappe, ihr Waffelis sind wir. Wir sind deine süßen Waffeln. Quack, Peter, quack, quack, quack. Peter, ich habe erzählt, dass du mega gut bist in Mario Kart. Kannst du es nochmal bestätigen? Ist das wirklich so? Du spielst jetzt mit Kochhandschuhen, ne? Deswegen werde ich zwischendurch mal die Kochhandschuhe anziehen, genau, weil wir haben ja, was weiß ich, wie viele Folgen dazu am Channel gemacht. Wir spielen wohl immer mit 200cc, also das heißt, das ist schon was anderes. 150 ist schon was anderes. Ja, aber das ist ja dann ein Handicap für dich, könnte man fast sagen, ne? Also langsamer zu fahren. Langsamer zu fahren, meine ich jetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist dein Fazit eine glatte Rasur. Ja, aber danach gibt es heftigen Rasurbrand, der so richtig brennt und picklig ist. Also vielleicht ja, auch nicht. Sorry. Das schmeckt. Okay, seid ihr ready für die Testrunde? Warte, alle sind lauter als du. Seid nicht lauter als ich. Ich muss euch kurz ein bisschen leiser machen. Du bist bei mir zu laut, sagen die Leute. Ich mach dich jetzt erstmal ganz schön leise. 40%. Ich mache euch alle auf einfach so. 70%. Nee, in meinem Stream hast du einfach nichts zu sagen. Runterregeln. So, 40%. Nein! Sorry. Oh Gott. Alter, 10%. Nein, es wird immer schlimmer. Oh, einer bei mir im Chat hat Verstopfung, das tut mir leid. Oh wow, nice. Oh verdammt, ich fahre rückwärts! Okay. Sorry. Fehler bei Datenübertragung. Sweet. Das ist nicht nice. Gut. Nee. Hat richtig gut funktioniert. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao. Okay, ich habe jetzt nur einen Handschuh an. Hui, ich habe einen guten Start hingelegt. Uhu. Ich habe wieder verkackt. Ich das sehe, wie die Waffel da direkt vor mir wegschnabuliert wird. Ich bin Erster. Hey. Ich könnte schon Bombe anders sagen, aber das sagen wir ja nicht. Ich finde, es ist ziemlich ausgeglichen, alles so gefühlt die ganze Zeit. Ja, wir sind voll nah beieinander. Ja, wir sind voll nah beieinander. Außer, dass ich am... Ja, ganz solide. Ganz solide. Ich habe noch nicht... Oh, nee. Oh, nee. Peter, nee. Peter, nee. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie ist das möglich? Ich habe Anni nur immer mal wieder an mir vorbei gesehen. Jetzt ziemlich witzig. Wie macht ihr das? Genau, immer dann auf den Drip-Button einmal kurz anzünden. Wenn man gerade abspringt. Genau. Aua, aua. Ui, juhu. Das macht Ui, das macht ja mega Spaß. Gottes. Hier kommt direkt der nächste, zack. Puh. Alter, das ist aber ganz schön gefährlich hier. Hui! Ich angeschnallt bin. Nein! Oh Gott. Das ist eine lustige Map. Ich mag springen. Kuckuck, hallo! Nein! Da kommt die Blaue. Nein! Ja, ich bin Zweite! Mein Leben hat wieder einen Sinn!
Und ich bekomme die blaue 10 Meter vom Ziel. Was ist das denn, ey? Oh, das Adrenalin in meinen Adern kocht. Was hast du nur den Stern da bekommen als Dritte? Kann ja auch nicht wahr sein. Alter. Ey, wenn ich meinen Bart mal nicht wegwaxen würde, hätte ich einen krasseren Bart als Freddy. Just waxen. Say. Also du hättest auf jeden Fall auch einen krasseren Bart als ich, denn ich hab keinen. Aha. Immerhin. Kann man Bärte waxen? Macht das irgendwer? Ja, hat jemand ich schon mal das. Extra seinen Bart gewaxt? Ja, ich. Gewaxt. Wirklich? Natürlich, dann bleibt er länger weg. Ich will ja also im besten Fall aussehen wie eine Frau. Es gibt manche Männer, die keinen Bart mögen, die können das wegwaxen. Das wächst halt nicht so schnell. Und dann hält das richtig lang, oder was? Ja. Wie du das aussprichst, als wäre das so richtig wack. Wenn Bart seinen Mann abmacht, wollte ich gerade sagen. Ey, ich bin raus, Leute. Das war's von mir. Ich hau nochmal ab. Bye. Ja, und ich finde die riechen actually gut. Also ich persönlich finde Männerdeo riecht eigentlich tendenziell immer besser als Frauendeo, aber die schmecken richtig gut. Die riechen richtig gut. Schmecken tun blau. Sie auch gut. Oh mein so. Gott, Freddy, weiß ich noch auf der Gamescom? Ist Freddy da? Nein, auf der Gamescom habe ich einen Kuchen. Ja, weißt du, auf der Gamescom, als wir diesen Kuchen gemacht haben und ich den Kuchen mit dem Shampoo eingeschmiert habe? Oh geil, das war so lecker. Das war ein Epic Gamer Moment, kann man nichts gegen sagen. Mm. Peter, hast du Varios Goldmine genommen? Ja, der ist gerade gemutet, glaube ich. Ah, fantastisch. Ich habe Animal Crossing genommen. Er hat anscheinend die Goldmine genommen, süß. Die finde ich nicht so geil. Ich hasse die Goldmine. Bitte gib mir nicht die Goldmine. Nein! Auch noch auf 200 oh jetzt so richtig den Mund voll genommen. Oh, alter Vater. Okay. So, bevor es losgeht, erstmal eine Runde Männlichkeit bei mir. Oh, jetzt wird's ernst. Richtig Powerboost reingehauen. Warum immer ins Gesicht? Okay. So. Okay, das war nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Ihr wisst Bescheid. Oh Gott, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Alter. Oh Gott, ich bin runtergefallen, sorry. Das 200 ist einfach wirklich viel zu schnell, Alter. Oh mein Gott. Nein, oh Gott. Da haben wir mit den Dingern auch mehr Probleme. Oh Gott. Ich bin Zweiter. Oh mein Gott, bleibt das jetzt die ganze Zeit bei 200? Ach du meine Güte. Oh, sorry. Ich bin Erste! Oh, ich bin nicht mehr Erste. Oh, ich bin Zweite. Habe ich mich selber abgeschossen, ich glaube ja. Da werde ich aber aufpassen. Ich will nicht sliden! Oh, du blöde Handschuhe, ey! Nee, och nö! Oh Gott, ganz schön viel. Oh mein Gott! 200 ist ja wirklich absolut krank. Das gibt's doch nicht! Oh Gott, Alter! Was anderes. Ich bin komplett durch das ganze Dorf geflogen. Ich hab gewonnen! Sorry. Immerhin ein Win, über den ich mich kurz freuen soll, danke. Joa, das ist echt eine ziemlich lange Kurve. Ja, das war eine echt sehr lange Kurve. Ich hab ganz gekonnt mal kein Item geholt, das brauche ich nicht. Ja, und direkt die rote kassiert. Das ist so schnell. Wo lande ich? Das hat mich jetzt komplett zerstört. Also hier wieder reinzukommen. Also was? Nein! Ja! Ich hab's gebraucht, endlich! Ganz knapp! Oh ja! Mit dem Benzer, Alter! Schön mit dem Benzer rein ins Ziel da! Annie, meld dich, wenn du ready bist. Achso, ich bin ready, sorry. Hört ihr mich? Ja! Gott, sprichst du da? Ich hab eine Ansage aus der Regie. Ja, von Captain Old Spice erhalten. Oh, was sagt Captain Old Spice? Er sagt, ihr stinkt und ihr solltet dagegen mal vorgehen. Oh. Ja, was nehme ich denn? Okay, ist kein Problem. Ich habe genau das Richtige hier. Vielleicht wascht ihr euch kurz irgendwie oder duscht euch ab oder so. Ich habe keine Dusche hier, aber ich habe mich voll gesprüht. Boah, Duschen ist doch das gleiche wie Deo benutzen, oder? Das war ein bisschen eigentlich schon. Ich glaube, ich habe jetzt hier gleich ein Problem. Okay, das war ein bisschen viel, ja. Dankeschön. Ich glaube, ich habe auch übertrieben. Aber jetzt werde ich. Bei mir war diesmal perfekt. Captain Old Spice sagt, wer der Erste Peter schreibt, mein Chat. Okay. Peter, ich habe eine Frage. Schwitzt du nicht ultra krass in diesen Kochhandschuhen? Mega krass. Ich finde die gerade gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh, dann wäre die blaue wieder. Warum kommt denn die blaue immer so spät? Dritter! Ich brauche mehr Old Spice. Ich brauche mehr Old Spice. Warum weint Baby Mario? Warum habt ihr alle Gold Mario? Ihr habt euch alle verschworen. Ich habe Silber. Was ist ja, mit Silber? Silber hat man von Anfang an, aber Silber ist genauso gut wie Gold, Mario. Gold ist einfach nur, wenn man angeben will, dass man schon voll viele Rennen gefahren ist. Ich habe auch den goldenen, aber ich bin auf dem Boden geblieben. Entspannt! Nice! Nice! Da geht's wieder. Woo! Old Spice! Wie ein Stück mit davon ziehen, noch weggemacht wurde. Das war hart.
Ich bin sogar Zweiter geworden. Oh, was ist das denn für ein süßes Gesicht auf der Map, die Pedder ausgewählt hat? Das sieht mega knuffig aus. Ja, der hat voll gute Laune. Guck mal, der hat den Mundwinkel so oben und so kleine Bäckchen. Oh. Kann man richtig gut reinkneifen, glaube ich. Ich glaube nicht, es sieht eher hart aus, aber er sieht glücklich aus. Da kann man noch ins Lange drüber philosophieren. Sind die Bäckchen weich oder hart? Freddy ist zu leise, ja, der ist schlecht. Alter, wir wurden beide mit einer Grünen getroffen, Freddy. Ja, das hat mich so eingebildet. Der Nervenkitzel, wenn man unter diesen Steindingern durchgeht. Nein! Ich bin ruhig, Freunde, ich bin ruhig. Ich sag nix. Wo bist du denn? Alter. Ich bin hier vorne. Weit vorne. Ich sag euch Bescheid, falls irgendwas Böses passiert. Och, Anni, was machen wir denn jetzt mit dir? Mann. Lass mich in Ruhe, meine Daumen sind gebrochen. Daumen sind gebrochen. Ich habe gebrochene Daumen. Ich kann nicht spielen. Nein, es tut mir leid. Grusel, Wusel, Villa. Komm schon. Ein Regenbogenstrecke. Grusel, Wusel, Villa. Alles Maps. Gruselfusel. Grusel, Wusel, Villa. Endlichkeit! Nein! Das wollt ihr lieber fahren als Grusel, Wusel, Villa? Ich glaube, es hakt, Alter. Ich bin Zweiter, das gibt's wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Alter, ich fahre die ganze Zeit gegen diese LKWs. Ich glaube, es hackt. Oh, mein ja, meine auch. Noch ein Sieg! Mit der Handschuhe! Mit der Handschuhe! Oh, nee. Alter, ich glaube, Zweiter war jetzt schon... Dritter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice. Ich will nicht Marius Piste. Ich will doch gar nicht Marius Piste. Oh. Grusel, Wusel, Villa. Grusel, Wusel, Villa. Grusel, Wusel, Villa. Grusel, Wusel. Ja! Nein! Oh Gott. Nice. Ist doch schön, dann hast du die auch noch. Oh Gott. Hier ist auch Wasser in diesem Level? Okay, ich hasse die Grusel, Wusel, Villa doch. Das ist aber gut abgegangen. Nein! Okay. Habt ihr Cup gewonnen? Und zwei. Oh. Meine gebrochenen Daumen tun auch echt weh nach dem Spiel. Jetzt war sehr anstrengend für die. Hab ich gern gemacht. Okay, der Captain ist am Rechnen, um zu gucken, wie es heute gelaufen ist. Das war ein Ich kann Spaß. Leider nicht rechnen. Ja, Mensch, das sind aber auch viele Zahlen. Hast du jetzt die Turniere am Ende zusammengezählt oder jede einzelne Runde? Ne, schon die Turniere, ne? Die Turniere, ja. Also ich habe jede einzelne Runde mitgeschrieben, aber es hat ja nicht so viel gebracht, wenn wir ehrlich sind. Ich vergleiche mal mit deinem Chat. Scheint, als hätten wir richtig gerechnet. Auf dem 4. Platz. Trommelwirbel bitte. Unangefochten. Ist Anni mit 23 Punkten. Wow, das ist knapp. Behaupte ich mal. Das ist mega knapp. Danke, denn auf dem 3. Platz mit einem Abstand von 30 Punkten. Das ist knapp. Freddy mit 53 Punkten. Applaus. Ich bin schön hier applaudiert. Und auf dem 2. Platz befindet sich der Handicap-König, ja, mit 69 Punkten. Peter. 69! Sweete Zahl. Gewinner der Herzen. Ja. Und quasi am männlichsten ist dann wohl Izzy mit 74 Punkten. Aber es war ja sehr gut gefahren, Izzy. Dankeschön. Ich wollte Strobe machen, aber es klappt nicht. Knappe Geschichte. War das knapp. So knapp.